Großartig, ich freue mich sehr, dass wir heute auf Atelierbesuch sind bei Ferro Freimark. Und zwar sind wir in der Ölmühle in der Nähe von Weissach. Es ist eine wunderschöne Landschaft hier, es ist ein wunderschöner Ort. Und Ferro, ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat und wir bei dir sein dürfen, dass wir einen Einblick in dein Atelier bekommen. Du bereitest gerade eine Ausstellung vor in der Pforzheim Galerie, die wir im November eröffnen wollen, am 8.11. genauer gesagt. Und was mich besonders gefreut hat bei dem Programm oder bei der Idee für diese Ausstellung, ist, dass wir nicht nur einen Werküberblick zeigen können über dein Gesamtschaffen, sondern auch eine ganze Reihe von wirklich ganz neuen und aktuellen Arbeiten, die in den letzten, ja, Monaten eigentlich entstanden sind. Was genau, an was hast du gearbeitet und wie hast du vielleicht auch diese Zeit empfunden, wo wir ja im Grunde wie in dem Vakuum gerade stehen? Ja, ich habe die Zeit natürlich erst dramatisch begrüßt, diese Krise, in der ja die Kultur und alle anderen Menschen auch hineingefallen sind. Aber dann habe ich auch durch die Stille, die dadurch entsteht, weil wir auch sehr große Kontaktbeschränkungen da sind untereinander, habe ich eigentlich meine Chance begriffen, auch mal im Leben das Blatt nach hinten zu wenden und nicht immer nur nach vorne. Und diese Ausstellung, die du jetzt angeregt hast für mich, die umspannt ja eigentlich meinen ganzen Lebensraum. Und in dieser Geschwindigkeit, in der wir leben, ist eigentlich so ein Krisenbereich auch ein Geschenk, so dramatisch das auch ist. Und ich habe dann in meinem Lebenswerk geblättert und das Lebenswerk besteht eigentlich immer aus den gleichen Themen, schon sehr, sehr frühen Tagen, bestimmt durch meine Mutter, die ja an der Ostsee gelebt hat. Das Meer. Und das Meer ist ein Thema geworden. Dann kam natürlich durch einen glücklichen Umstand der lange Aufenthalt in der Provence, in den Die Steinbrüchen. Steine. Und dann sind die Steine ein Thema geworden. Und als Geschenk habe ich dann empfunden, dass das Bauhaus seinen 100. Geburtstag feierte Ja. und ich ja mit der Geschichte des Bauhauses durch das Praktikum bei Werner Runau in Gelsenkirchen 1957 ganz eng verknüpft bin. Und jetzt kam die Corona-Krise und ich gewann per Zufall diesen Wettbewerb 100 Jahre Bauhaus, wo man auf einer DIN A4-Seite zusammengefasst beschreiben sollte, was war eigentlich dieses verbindende Element. Und dann kam die Anfrage von dir, ob man nicht in der Galerie diese Ausstellung machen könnte. Naja, und wie man dann so in Künstlerkreisen sagt, habe ich mich auf meinen Hintern gesetzt und fleißig gearbeitet. Angearbeitet, ja. An der Erfüllung dieses Geschenks vom Bauhaus und B, um auch dich glücklich zu machen, dass man nicht nur alte Klamotten rausholt, sondern einfach durch das Fenster rückwärts guckt, was war im Leben eigentlich, und nach vorne guckt, was könnte noch kommen. Und da war das Bauhaus natürlich ein wahnsinnig glücklicher Moment für Also mich. der Blick zurück und gleichzeitig nach Nach vorne, vorne, den ja. wir zeigen werden. Ich würde ganz gerne aber nochmal konkret nachfragen, diese Situation, wie du geschildert hast, 1957, wo du bei Professor Runau warst Ja. und damals ja auch zum Beispiel unter anderem Yves Klein dort erlebt hast. Was war genau die Situation? Also es ging tatsächlich ja um diese Verbindung Architektur, bildende Kunst. Und auch so eine Art Bauhüttengedanken hattest du auch mal zu mir gesagt, der ja auch im Bauhaus eine Rolle spielt. Ja, das Außergewöhnliche an diesem Aufenthalt war, dass erst einmal dieses Geschenk auf mich zukam, in so einem Atelier arbeiten zu dürfen. Ich war ja nun 18 Jahre, 17, 18 Jahre alt. Und ich hatte etwas Schwierigkeiten in der Schule, nicht vom Lernen her, sondern vom Glauben Langweilig. her, weil mein Klassenlehrer war ein Jesuitenpater und ich war protestantisch. Also gab es da Reibereien und innere Reibereien oder ich möchte mal auch sagen, unlösbare Probleme. Und da kam Runau, der Professor Runau, der
regelmäßig in meinem Elternhaus verkehrte, weil das Stahlwerk, wo mein Vater Direktor war, machte die Stahlkonstruktion für das Theater und Runau. Für Gelsenkirchen, ne? Gelsenkirchen. Mhm. Und der Werner Runau wohnte ja in Münster. Mhm. Und abends, wenn es zu spät war, dann war der immer bei uns, hat übernachtet. Okay. Und so kam er auf einmal bei einem Abendessen, sagte er, er würde gerne mal mein Kinderzimmer sehen, was ja dramatisch ist eigentlich. Aber dann habe ich gesagt, ich habe eigentlich kein Kinderzimmer. Ich schlafe in meiner Werkstatt. Und da habe ich mein Bett und da arbeite ich eigentlich immer drin. Und da sagte er, ja, was arbeitest du da? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin leidenschaftlicher Schiffsmodellbauer und da arbeite ich an meinen Schiffsmodellen. Und okay. Dann hat er die gesehen und hat spontan gesagt, wir brauchen jemanden, der die Modelle für das Theater baut. Mhm. Und das wäre doch ein guter Job für dich. Dass das so endet, dass ich dann am nächsten Tag nicht mehr zur Schule gegangen bin, stand ja immerhin kurz vorm Abitur. Ach, du bist abgebrochen dann. Ich habe dann die Schule abgebrochen und habe zu meiner Mutter gesagt, weil morgens kam die und hat immer das Frühstück für uns gerichtet. Und ich sagte, Mama, ich gehe nicht mehr in die Schule. Mhm. Und da sagte sie, wo gehst du hin? Da sage ich, ja, ich gehe jetzt in das Atelier von Werner Runau. Und das Wunderbare daran war, dass man auch dort wohnte. Also es war eine alte Feuerwache und da wohnten die Künstler und der Architekt und alle Mitarbeiter unter einem Dach in dieser Feuerwache. Und dadurch war ein sehr enger Kontakt zu diesen Leuten und Gespräche. Wir haben ja abends gekocht zusammen und gesprochen miteinander. Mhm. Und da kam eben auch dieses Gespräch auf das Problem mit diesem Lehrer und meinen Eltern, die eigentlich nicht wollten, dass ich wollte immer Kunst machen, aber meine Eltern wollten, dass ich einen vernünftigen, anständigen Brotberuf erlerne. Und dann haben die Künstler, die damals da waren, gesagt, wenn dein Vater will, dass du Architekt wirst, dann sei brav und werde Architekt. Wenn du Künstler werden willst, dann werde Künstler. Das ist dein Aufgabe dann auch und deine Berufung. Und wenn du die beiden Sachen hinkriegst, eben die Kunst und die Architektur in einer Einheit zu verschweißen, dann bist du eigentlich das Erbe des Bauhauses, weil dieser Gedanke geht verloren und du bist dann der Träger dieser Idee. Mhm. Und das wäre doch eigentlich wunderbar. Mhm. Und heute, wo wir uns gegenüberstehen und die Bilder vom Bauhaus da sind, da kann man erkennen, dass ich mich ganz brav an dieses Versprechen auch gehalten habe und habe an diesem Thema Bauhaus als unveränderbare Qualität von Bauen und Gestalten natürlich festgehalten. Fero, in der Ausstellung zeigst du auch alle Gattungen, in denen du arbeitest. Also die Zeichnung, die Malerei und die Skulptur. Und ich glaube, in beiden Medien, also in der Malerei, in der Zeichnung und der Skulptur, gibt es ja die großen Themen für dich. Also wir haben es vorhin schon mal gesagt, das sind die Steine, es ist das Meer und es ist auch ein Stück weit auch die Landschaft, die dich inspiriert. Wie kam es denn eigentlich zu den, wirklich für dich, glaube ich, sehr prägenden Eindrücken in der Bretagne auch und zunächst mal in der Provence? Es gibt in meinem Leben glückliche Umstände, auf die wir gerade ja schon kamen durch Runau. Und ein weiterer glücklicher Umstand war, dass ich ein absoluter Kinogänger bin. Und ich gehe ständig in diese Kultur, ging früher ständig in diese Kulturfilme. Mhm. Da gab es einen Film über die Provence, über die Freundschaft zu Albert Camus. Mhm. Und so kam ich in die Provence. Und in der Provence bin ich von 1973 bis 2000 auch in jeder freien Minute gewesen. Mhm. Und wenn man in der Provence ist und bildhauerisch arbeitet, dann kommt man an den Steinbrüchen nicht vorbei. Ja. Aber ich hatte auch das Glück, in Zürich die Ausstellung von Henry Moore zu sehen und das Tagebuch von ihm zu erwerben, wo die Wege auf den Zöllnerpfaden, auf den Sentier des Douaniers beschrieben ist. Und auf diesen Zöllnerpfaden bin ich nach seinem Tagebuch gewandert und bin eigentlich an seinen Skulpturen vorbeigekommen, weil ich gesehen habe, ja, er hat dort gezeichnet und analytisch gearbeitet
und diese Steinformationen in seine Skulpturen eigentlich umgesetzt. Und wenn man diese Kombination zwischen Stein, Landschaft und Meer vor sich hat, und ich liebe das Meer über alles, kann das Meer aber als Bildhauer sehr schwer darstellen, ja. Dann habe ich mich auf die Stimmung des Meeres und die Stille des Meeres oder diese Ruhe, die das Meer auch auf mich auswirkt, zeichnerisch versucht und malerisch im Öl und Aquarell darzustellen. Das waren eigentlich meine Lebensinhalte als Künstler. Ich habe mich beschränkt auf diese drei Themen, eben struktural zu arbeiten in meiner Bildhauerei oder zeichnerisch in Steinen und zeichnerisch auch und malerisch sowohl am Stein wie am Meer beide Techniken auszuloten. Das ist unverändert mein Leben. Vero, wir haben gerade gesehen, wie du in der Zeichnung wirklich aus ganz kleinen Kürzeln und ganz feinen Linien dann auch ein Volumen aufbaust oder eben diese Meerlandschaften machst. Wir haben jetzt hier Skulpturen, die ja entstanden sind in deinen Beobachtungen in den Steinbrüchen, ne, in der Provence, und die dieses sehr tektonische haben, dieses wuchtige oder wo es um die verschiedenen aufeinanderbezogenen Volumina geht. Ja, es ist so, dass in der Provence natürlich das Meer schweigt. Da muss man schon bis Marseille fahren, um ans Meer zu kommen. Und die Provence hat mich in diesen Steinformationen gefesselt, weil es einfach eine strukturale Dimension ist, die sehr viel Stille und Ruhe ausdrückt, aber in ihrer geballten Kraft einen natürlich hinten im Genick packt. Und wenn man einmal in diesen Steinbrüchen war und bei der Sprengung dabei war, dann lässt einen das eigentlich nicht mehr los. Es gibt ja sehr viele Bildhauer, die im Steinbruch auch ständig gearbeitet haben. Und dieser Einfluss des Steins, der Struktur und der Festigkeit des Steines, der hat eigentlich mein ganzes Lebenswerk bestimmt. Sei es in der Formation hier, wie die Steine zusammenliegen und zusammengesetzt werden, sei es aber auch in der Dimension, dass die Steine, wenn sie aufeinander geschichtet werden, auch Durchlässe haben und Öffnungen haben, die mich ganz besonders gereizt haben. Der Stein ist ja nicht nur ein einzelner Block, sondern er besteht, wenn er gesprengt wird, natürlich aus einer Unzahl von kleinen Elementen. Und diese Elemente fallen aufeinander und dann entsteht natürlich auch ein Luftloch dazwischen. Und das sieht man hier bei dem Durchblick sehr schön. Der Durchblick. Ja. Und dann noch vielleicht ein anderer Aspekt, was mich sehr interessiert hat, in der Malerei. Verwendest du auch teilweise Sand, den du beimischst, aber eben auch Farben, reine Naturfarben, also Erden, die du findest? Ja, das ist auch egal, ob man jetzt am Meer arbeitet, dann läuft man ja ständig durch einen Sand. Ja? Und dieser Sand, das sieht man eigentlich ganz schön, wenn er weggeht und in der Ebbe erscheint, dann bildet er schon diese skulpturale Gebilde. Und die habe ich natürlich versucht, in seiner Form mit dem Sand auch herzustellen. Aber das Grunderlebnis von Farbe und Stein und Sand war natürlich auch in Roussillon und Rustrelle in der Provence, wo noch bestehende Ockerbrüche abgebaut werden. Und in unserer Kindheit, das weiß jeder, gab es im Farbkasten eben auch gebrannten Ocker und gebrannten Siena. Und dieser Ocker kam aus der Provence. Und dann habe ich den Ocker auch dort gebrochen. Heute steht er unter Heimat- und Denkmalschutz, ist ein fast Weltkulturerbe, diese Ockerbrüche geworden. Aber zu meiner Zeit war er noch frei zugänglich. Und da habe ich dann Steinmassen rausgebrochen und mit im Mörser zu kleinen Mehlen gemahlen und dann auf die Bilder direkt aufgetragen. Und das Schöne an dieser, oder das Sichere an dieser farbigen Sandstruktur, die von weiß bis schwarz in dem Ocker ja erscheint, ist, dass jede Farbe nebeneinander
ein harmonisches Selbstverständnis Natur. In der Natur darstellt. Und das hat mich natürlich begeistert.